Die deutsche Kirsten Kopmann lebt seit 3 Jahren auf Mallorca und arbeitet auf der Insel als staatlich geprüfte Physiotherapeutin. Einen Namen hat sich die Tierliebhaberin aber vor allem als Heilerin von Pferdewehwehchen gemacht. Mit Osteopathie, der Diagnose- und Behandlungsmethode, die auf bestimmten Grifftechniken beruht. Kirsten ist eine Pferdeosteopathin. Wir dürfen sie einen Tag begleiten. Der Weg führt uns auf eine 4 Hektar große Pferderanch bei Randa, die Can Paulina. Dort lebt Roswitha Demirdizin. Die gebürtige Aachenerin hat aus der Heimat 2 Pferde mitgebracht, sowie die 30-jährige Eselin Fanny. In naher Zukunft will Roswitha hier einen Reiterhof eröffnen. Momentan hat sie aber ein Problempferd und das heißt Liska. Roswitha hat die Stute auf einer Weide im Rheinland entdeckt und adoptiert. Wer das Tier vorher geritten hat, wie es behandelt wurde, Roswitha weiß es nicht. Irgendetwas stimmt aber nicht mit dem Tier. Ein Fall für Kirsten Kopmann. Frag jetzt mal die Besitzerin, warum haben Sie jetzt die Kirsten geholt für das Pferd? Ja, weil sie hat eigentlich einen relativ neuen Sattel und mit dem ist sie auch ganz glücklich und ich auch. Aber so die letzte Zeit fing ein bisschen an zu maulen beim Gurten. Also noch nicht mal beim Obendrauflegen, sondern dem Moment, wo man den Gurt fester schnallt. Und da denke ich mir, da ist ja irgendwas nicht in Ordnung. Ne? Von Natur aus habe ein Pferd so gut wie nie Probleme. Die kämen erst, sobald sich jemand obendrauf setze, erklärt Kirsten. Ein Reittier sei im Grunde ein Leistungssportler, der regelmäßig einen Check braucht. Also das Pferd wird gleich eine osteopathische Behandlung bekommen. Und zwar heißt das, dass ich sämtliche Gelenke des Pferdes auf ihre Beweglichkeit hin überprüfe. Und wenn es Bewegungseinschränkungen gibt, verwende ich bestimmte Techniken, zum Beispiel Manipulation oder Reflextechniken, um diese Bewegungseinschränkung aufzuheben. Am Anfang der Behandlung steht immer eine Ganganalyse. Darin kann Kirsten schon erkennen, wo die größten Probleme liegen. Danach wird Körperkontakt aufgenommen. Eine ziemlich anstrengende Arbeit für die hüftsteife Patientin und natürlich auch die Osteopathin. Jetzt gucke ich mal, wie das Hüftgelenk ist. Darauf folgt ein umfassendes Abtasten, teilweise auch mit Holzstäbchen, weil die Nerven des dickfelligen Tieres sonst gar nicht gereizt würden. An der Wirbelsäule scheint alles in Ordnung zu sein. Die wahre Problemzone ist aber schnell entdeckt, der Hals. Also das ist so, der Hals, wenn der so fest ist wie bei dem Pferd, ne? Dann hat das Pferd echt Schwierigkeiten, den Hals nach unten zu bringen, wenn ich es will. Ja? Das Pferd will nicht immer so wie die Therapeutin. Da muss es auch mal zu seinem Glück gezwungen werden. Belohnt wird es danach mit einer kleinen Wellnessmassage. So, und wenn der Hals jetzt unten ist, der Kopf unten ist, dann mache ich immer so Entspannungssachen hier im Kehlkopfbereich. Entspanne ich hier erstmal diesen gesamten Kehlkopf, indem ich so ein bisschen hin und her bewege und auch Zungenmuskulatur. Rücken oben, Kopf runter. So wünscht es sich der Reiter und so sieht es aus, wenn ein Pferd gesund ist. Bei Liska ist es leider nicht so und Kirsten steht noch ein gutes Stück Arbeit bevor. Zumal die Pferdedame nicht nur einen steifen Hals, sondern auch einen echten Dickkopf hat. Was meinst du, also, muss noch mal wiederkommen? Nee, ich mach den jetzt so weiter, bis das funktioniert. Da bleibe ich schon dran. Also man kann ja nicht sagen, jetzt mache ich Pause, gehe erstmal wieder und komm wieder. Dann denkt sich der ja auch, ja, ne? Die habe ich im Griff so ungefähr. Wir lassen Patient und Therapeutin jetzt mal alleine und verabschieden uns von der Ranch-Idylle. Halt den Hals schön locker und die Ohren steif, Liska. Okay. Hab mich gefreut. Tschüss. Tschüss.